Shalom und herzlich willkommen zurück bei Deponia. In der letzten Folge sind wir kläglich daran gescheitert, nach Elysium auszuwandern, mit heftigem Aufprall zurück in die Realität gestürzt und haben herausgefunden, dass unsere angebetete Goal in einem tiefen, bewusstlosen Schlaf versunken ist. Held, Ritter und Prinz, wie wir sind, versuchen wir sie natürlich aufzuwecken. Und dafür benötigen wir etwas, was tausendmal stärker als Kaffee ist. Und ich bin mir sicher, dass wir da auf jeden Fall auch eine Sache finden werden. Vielleicht sogar schon in dieser Folge. Schauen wir mal. Zuerst gehen wir aber zu Wenzel. Da wird euch die bezaubernde Leute erfahren haben, dass Wenzel tatsächlich der Nächste in der langen Reihe von Anwärtern ist. So, lauf Rufus, lauf. Ich bin ja mal gespannt, ob wir Wenzel überreden können, dass er uns einfach sein Warteschleifen-Ticket gibt. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh Mann, ich hoffe, er ist zu Hause. Wenzel? Hey, Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal, ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja, ja schon. Na, dann ist doch alles Paletti. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Okay, dann können wir ein bisschen weiter davon erzählen. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Okay. Ach, brauchen wir nach der Kiste. Weil wir haben sie ja nicht aufbekommen. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Nicht nur du, Wenzel. Vielleicht findest du ja Wasser mit der Wünschelrute. Und wo soll ich da suchen? Etwa in meinem Keller? Das halte ich doch für sehr unwahrscheinlich. Pling, ein Hinweis. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... tja, ganz einfach. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Bis später. Okay. Genau. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus.
Okay, wir müssen also versuchen, uns die Wünschelrute wieder unter den Nagel zu reißen. Gehen wir erstmal ins Badezimmer. Was haben wir hier Schönes? Oh, ein Er ist Schwamm. aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Okay, alles klar. Dann haben wir hier noch einen Kaminofen. Drin ist da scheinbar nichts. Vielleicht können wir da irgendwas reinpacken. Wir haben Magneten, eine Wartenummer, wir haben Luftballons und den Schwamm. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Das ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Okay. Wo geht's hier lang? Ach, in den Keller. Okay. Schauen wir mal. Wir haben ein Wenn mich mein Rohr. brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Vielleicht können wir das Rohr ja irgendwie anbohren oder Ganz meine Meinung. aufsägen. Schwamm drüber. Genau. Dass er quasi Wasser in seinem Keller findet. Aber ich habe aktuell nichts dabei, womit man das erreichen könnte. Nein, dies ist ein trauriger Tag für Kuwak. Der Tag meiner Abreise. Moment mal, steht da etwa auf Nimmerwiedersehen Rufus auf den Ballons? Oh. Ja, sein Dorf scheint ihn sehr zu mögen. Haben wir noch irgendwo was? Nee. Gucken wir mal auf den aktuellen Plan. So, ein ernstes Wort mit Wenzel reden. Wenzel überzeugen, die Warteschlange nicht länger zu blockieren. Wenzel vorgaukeln, er habe eine Wasserader im Keller. Das dachte ich mir ja schon fast. Aber wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das? Das ist die Bräuchten dafür die Wünschelrute von meinem Wünschelrute. Dad. Ich quatsch noch mal eine Runde mit Wenzel. Hey Wenzel, was gibt es? Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Steht wo? Vergiss es einfach. Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader. Okay. Bis später. Genau. Hier gibt es scheinbar nicht mehr zu holen. Dann gehen wir wieder zurück ins Dorf. Wenn die Bürger von Kuwak um ihr Leben fürchten, können sie hier um Hilfe rufen. Das hat mir schon so manchen Fluchtplan ruiniert. Schauen wir mal, vielleicht können wir was erreichen. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo, hallo. Na toll. Inspektor Gizmo ist scheinbar unterwegs. Aber kaum versenkt man die Gehhilfe des Dorfältesten aus Versehen im Klärbecken, steht er wieder hinter einem. Ich probier's später nochmal. Was für ein Zufall. Okay, was haben wir hier noch? Da geht's zu Tonys Hütte. Ich geh zu Tonys Laden. Ich kürze mal ab. So. Na, schauen wir mal durchs Fenster. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evel Knievel? Der Meister der Schwerkraft, der Himmelsstürmer, der Windjockey, der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären, und doch steht er hier, direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du es glaubst oder nicht, diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organonkreuzer, auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich, oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat.
Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Na, fragen wir mal ein bisschen Smalltalk-mäßig nach. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Oh. Das klingt fast nach mir. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen... Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Okay. Oh, hier kann man was kaufen. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh... Coupons. Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh. Gutes Argument. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Und? Nein, du bekommst sie nicht geschenkt. Tolle Geschenkgutscheine. Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Ich muss weg. Ach, das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Okay, wir haben hier Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Okay. Vielleicht können wir darin irgendwie unser Kaffeepulver nachher mahlen. Gucken, was wir hier noch haben. Da ist der Kram. Fenster. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Okay, eine Stange. Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit ihr ausgehalten und ist ausgebüxt. Er ist an Altersschwäche gestorben. Ist doch egal. Nachdem du ihn versehentlich mit Progerie infiziert hast. Also meine Version war lustiger. Interessant, das sind die Wie war das gleich mit diesen Coupons? Das sind Geschenke. Man gibt sie. Und? Du bekommst. Tolle Geschenke. Gucken wir mal. Hey, stopp mal. Was genau hast du vor? Ich dachte, ich nehme mir ein paar von diesen Versandcoupons. Dann kann ich meinen Freunden überall auf Deponia offenbar Haken und Bleigewichte schicken, so wie das hier draufsteht. Okay, Punkt 1. Du hast keine Freunde. Du bist ein selbstverliebter Egoist, der sich einen Dreck um andere Menschen schert. Punkt 2. Was in aller Welt bringt dich auf die Idee, du könntest einfach irgendwelche Sachen aus meinem Laden mitnehmen? Du könntest es doch für mich anschreiben. Anschreiben? Anschreiben? Wovon, mein Freund? Willst du das denn jemals zurückzahlen? Oder hast du plötzlich einen Job, von dem ich nichts weiß? Nicht direkt, aber... Ist es denn nicht genug, dass ich dich noch immer bei mir wohnen lasse? Dass ich dich durchfüttere? Und zum Dank muss ich sogar noch den ganzen Müll entsorgen, den du täglich fabrizierst? Warum mache ich das eigentlich? Ich meine, warum mache ich das? Es ist ja nicht so, als wären wir noch... Oh, Himmel, mein Blutdruck.
Ich muss meditieren. Einatmen. Ausatmen. Jetzt hat sie die Augen zu. Jetzt könnte ich doch vielleicht ein paar Coupons nehmen. Finger weg. Ist ja gut. Was haben wir hier? Gewichte, Anker. Was man halt so... Ah, autsch! Ey! Irgendwie ist mir die Frau sympathisch. Aua, guck mal! Ach, so eine kleine Wunde und doch so viel Genugtuung. Das heißt, warte mal, du kleine Ratte! Hast du etwa wieder versucht, Haken zu klauen? Toni, bitte, ich verblute hier. Wenn auch nur die geringste Hoffnung bestünde, dass du jemals aus deinen Fehlern lernen könntest, würde ich sagen, mach doch. Aber leider hast du einmal zu oft bewiesen, dass du niemals dazu lernen wirst. Also hier, nimm den Apothekenschlüssel und verzieh dich aus meinem Laden. Wenn du nicht immer gleich so meckern würdest, würde ich vielleicht auch mal zuhören. Da ist was dran. Schauen wir mal. Wir haben jetzt auch noch hier einen Haken. Luftballons. Können wir die das könnte eine prima Miniaturausgabe meines freischwebenden Lastenhebers werden. Alles, was noch fehlt, ist Gas für den Ballon. Klingt gut. Hier haben wir einen Apothekenschlüssel, Magneten. Vielleicht den Schwamm. Die Sache hat schon einen Haken. Sie braucht nicht noch einen. Ach ja, das ist schön. Haben wir noch irgendwo was? Ne, ich glaube, ich will nicht mal mit Toni reden. Ich glaube, ich gehe wieder raus. Ja. Okay. Hört man das eigentlich, wenn ich mir am Bart kratze? Naja, egal. Gut. Zurück zum Dorfzentrum. Ich kürze mal wieder ein bisschen ab. Geht zu Tonis Hütte, in die Gasse, ins Rathaus. Im Wassertank waren wir auch noch nicht. Ich kürze einfach mal ab, das dauert mir sonst zu lange. Okay. Darüber lassen sich die Häuser mit Wasser befüllen oder mit flüssigem Stickstoff, je nach Fluchtplan. Okay. So können wir also Wasser in Wenzels Hütte leiten. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? Alles klar. Es ist aber auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut zu wissen. Ich gehe mal gleich zurück zu Tonis Hütte, weil wir haben jetzt einen Apothekenschlüssel. Und da können wir natürlich auf jeden Fall erstmal schauen, was es da für uns zu holen gibt. Und die Chilischote, die interessiert mich. So, wir kochen noch unser Wasser. Da soll Toni noch mal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Okay. So, dann nehmen wir mal hier den Schlüssel. Schließen auf. Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Tja, wie könnte das der Doktor wohl gemeint haben? Okay. Gehen wir nochmal in unser Zimmer zurück. Vielleicht können wir jetzt den... Nee, den Seilschneider können wir leider nicht mitnehmen. Schade, schade. Dann gehen wir mal hier raus. Ja, da war noch ein Stiefel. Gehen wir hinter Tonis Hütte. Oh, wir können das Schweißgerät mitnehmen. Das ist wirklich sehr praktisch. Was haben wir hier noch? Einen Trichter. Und einen Blindgänger. Das wird sich bestimmt noch als sehr nützlich erweisen. So. Und mehr gibt es hier scheinbar nicht. Na gut, dann machen wir mal per Schnellreise wieder den DAX. Aber wie kriege ich denn jetzt die Chilischote? Vielleicht bräuchte ich was wie Handschuhe oder so. Natürlich erstmal Handschuhe haben. Gehen wir mal in die Gasse. So.
Da ist der Heineck. Da haben wir einen Papageien. Alonsos Kneipe, Notfallstation. Sprengfahren, Sprengsignal. Das klingt ja alles sehr interessant. Netter Papagei. Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Hallo. Hallo. Hallo, ich habe Hunger. Ich ernähre mich schon seit Tagen nur von Würmern. Ignoriere ihn. Meine Frau redet manchmal mit sich selbst, wenn sie da unten ist. Da hat er das eine oder andere aufgeschnappt. Wir dürfen uns nicht mehr treffen. Mein Mann ist zwar fast taub, aber der Vogel hat ein sehr feines Gehör. Ich habe interessant. Hunger. Wirklich sehr interessant. Okay. Quatsch mal eine Runde mit Haneck. Hallo, Haneck. Ach, hier, Rufus. Genau. Gute Frage. Warum arbeitet ihr nicht? Du meinst, so wie du? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Darum. Hey, ich habe ordentlich zu tun. Ich bin schon den ganzen Tag am Rumrennen. Sachen erledigen und besorgen. Und so. Na, dann besorg uns doch mal neue Magneten für den Sprengplan. Dann können wir nämlich auch weiterarbeiten. Das ist eine gute Idee. Ich habe sogar schon tatsächlich Magnete dabei. Wie genau funktioniert das mit dem Sprengplan? Oh, das ist eine spannende Sache. Das bezweifle ich. Der Sprengmeister legt die nächsten drei Sprengpositionen fest, indem er den entsprechenden Quadranten mit Magneten markiert. Dann läutet er die Glocke. Ich gebe das Signal dann weiter an den Grubenarbeiter, der unten im Stollen die Sprengsätze anbringt. Dann wird gesprengt. Und dann kommt der spannende Teil? Nein. Eigentlich war es dann. Ah, wusste ich's doch. Interessant. Genau, was machen die unten eigentlich? Was treibt ihr da unten eigentlich? Na, was wohl? Wir sind Müllsucher. Wir suchen nach nützlichem Schrott. Aber meistens ist Schrott eben nur Schrott. Also, nutzlos. Ich habe zum Beispiel eine ganze Sammlung von Autoschlüsseln, die zu längst verwrackten Autos gehören. Ist zufällig mein Schlüssel dabei? Weiß nicht. Wie war noch gleich dein Name? Rufus. Mal nachdenken. Rufus. Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Dann bin ich jetzt Wenzel. Wenzel. Mal nachdenken. Wenzel? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Ich bin jetzt mal ganz gewagt. Toni. Mal nachdenken. Toni? Nein. Ich glaube, dann habe ich deinen Schlüssel nicht. Schade, dann vergiss es. Vergiss es. Schon geschehen. Noch was? Hat er mir eigentlich zwar schon beantwortet, aber man kann ja auch nochmal fragen. Ist das da drüben dein Papagei? Ja. Wir benutzen ihn, um gefährliche Gase im Stollen zu erkennen. Und was macht ihr, wenn das passiert? Einen neuen Papageien besorgen. Verstehe. Okay. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Ja, aber das interessiert mich nicht. Ich habe schon eine Frau, die ich in den Stollen schicken kann. Und für zwei Frauen ist es da unten zu eng. Ach ja, L'amour. Er hat eng gesagt. Nochmal wegen des Schlüssels. Nochmal? Na, wenn's sein muss, wie war noch gleich dein Name? Vergiss es. Ich kann mir schon vorstellen, warum er das gefragt hat. Bis bald. Wir haben das... Rufus. Genau. Wir haben ja vor den Stadttoren das Auto, was verschlossen ist. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Haneck, wie das funktioniert. Hat er uns schon gesagt. Aber dann können wir gleich mal die Magneten nehmen und hier wieder anbringen. So. Eine Anleitung. Unterhalb von Kuwak existiert ein Labyrinth aus Schrottstollen, in dem Müllsucher wie Haneck nach brauchbarem Unraut suchen. Es ist ein harter und dämlicher Job. Nicht selten kommen die Müllsucher nur weiter, wenn sie Sprengladungen an einem Tunnelender hochgehen lassen. Dadurch entstehenden Erschütterungen nehmen die Kuwager ganz gelassen, da es mit einem Rufus in der Stadt ausreichend Explosionen in der Oberfläche gibt, um den Schaden durch unterirdische Sprengungen zu relativieren. Ärgerlich ist es nur, dass die Erschütterungen regelmäßig die Alarmanlagen in den Häusern auslösen.
Rufus kann Sprengungen auslösen, indem er drei Bereiche auf der Karte markiert und anschließend die Glocke betätigt. Das ist nicht nur spaßig, sondern kann sich auch als nützlich erweisen, wenn man, wie Rufus, einen Plan hat. Aktuell habe ich aber keinen Plan und darum gehe ich erstmal wieder raus. Okay. Gut. Dann werden wir doch mal Lonzos Kneipe besuchen. Allerdings nicht mehr in der heutigen Folge. Wenn wir mal auf den Tachometer schauen, es ist bereits Überlänge, mal wieder, wer hätte das gedacht. Verabschiede ich mich von euch, bedanke mich für eure Zeit und wir sehen uns nie wieder in der nächsten Folge bei Deponia. Und wenn wir wieder mal oder weiterhin versuchen, einen starken Kaffee zu finden. Ciao!